So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Raid am Mittwoch. Am Donnerstag war gestern am Mittwoch, ist natürlich wieder was passiert, das Kampf, Battle, Showdown, Event, wie auch immer, 2019 wurde angekündigt, nachdem es schon erschienen ist sozusagen, also oder ungefähr zeitgleich. Jetzt sind alle auf jeden Fall im Macholo und Mankey Shiny Wahn, Fieber und wir kümmern uns heute, was ist letzte Woche passiert, denn da ging auch einiges ab, deswegen haben wir wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende war das auch wieder der Schocker der Woche. Die Woche hat angefasst und das zeigt uns Linsira hier mit diesem Bild, sie hat einen Shiny Radfratz bekommen und das war ist das die Uhrzeit? 22.40 Uhr, um 10 hat das Event angefangen und nicht mal eine Stunde später hat sie schon das erste Shiny bekommen, denn es war ja Pokémon-Tag, wo es dann Shiny Taubsi und Shiny Radfratz gab. Radfratz, das erste Mal als Shiny zu fangen, zu bekommen. Da waren viele drauf gehypt, vor allem auf Taubsi, das wollte einfach jeder haben. Linsira hat uns wieder gezeigt, wie es geht. Das hat geklappt natürlich. 40 Minuten nach Eventbeginn, bam! Die hat nämlich da immer Glück. Richtig coole Sache auf jeden Fall. Und dann hat sie uns noch gezeigt, da gab es auch einen Habitag auf Level 22 mit 100%, also für die 100er Sammler, sehr gute Sache. Habitag habe ich glaube ich schon, hat aber trotzdem ein gutes Level, kann man mal mitnehmen und ihr seht, 1997, auch gute WP auf Level 40, muss man also mal hochziehen. Dann war zeitgleich natürlich nicht nur Pokémon-Tag die Shinies, sondern auch Evoli mit Blumenkranz, genauso wie Pikachu mit Blumenkranz, wurden eingeführt, aber eben auch in Shiny-Variante. Ich habe da mein erstes auch gefangen, 22.52 Uhr, so genau muss man ja nicht auf die Zeiten eingehen. Und Bob hat natürlich noch einen draufgesetzt, denn neben einem normalen Evoli mit Blumenkranz hat er gleich mal ein 100%iges Evoli mit Blumenkranz bekommen. Richtig gute Sache, was er jetzt daraus machen wird, ob er es aufspart und eins von den Gen 4 Entwicklungen draus zieht oder von den aktuellen, das ist ihm überlassen. Von den aktuellen am coolsten fand ich immer noch natürlich Blitzer, am nützlichsten war die ganze Zeit aber eigentlich Aquana, aber mittlerweile finde ich ist Psyana eigentlich das Beste von den Entwicklungen noch als Angreifer. Aber die zwei neuen von der Gen 4 sind ja noch nicht da, vielleicht ist es dann wieder anders. Endlich mal was Vernünftiges aus dem 10er-Ei zeigt uns hier Kenny, der Kalsari-Ken, der hat nämlich ein 100% Ratini bekommen, richtig gute Sache, natürlich auch gegen Palkia konnte man das nutzen, hochziehen, obwohl zu dem Zeitpunkt war Palkia ja glaube ich schon weg, aber Latias noch da, aber wenn Latios dann kommt und dann wieder geradet wird, was das Zeug hält, kann man sicherlich wieder gute Drachen benutzen, vielleicht hat er es bis dahin ja entwickelt oder hochgezogen. Ramses an den Stolperstein. Da wollte ich gerade dem Bockwurst King eine Meltan-Box schicken, habe mich umgemeldet und wurde überrascht, denn das saß einfach mitten da, ein dickes, fettes Relaxo. Und vielleicht hat er es auch einfach nur nicht schlecht gestaunt, denn auf der Arena saß ja auch ein Relaxo. Und das ist zufällig da vorbeigekommen, ist stehen geblieben und hat geguckt, weil es sich dachte, was macht denn das andere Relaxo da oben auf der Arena? Genauso komisch guckt es auf jeden Fall. Und fand ich cool das Bild, habe ich deswegen auch nochmal mit reingenommen. Der Defteris hat kein 100er, aber dafür ein Shiny Evoli mit Blumenkranz bekommen. Das erste, das ich mit dem Blümchen gefangen habe, gleich Shiny bekommen. Richtig gute Sache, was er damit macht. Bleibt weiterhin ein Rätsel. Dann der Extrem. Danke Ramon, morgen dann bitte noch ein Shiny. Das sollte ich glaube ich noch einen Latias Raid mitmachen. Hat einen 96er für ihn gefangen. Und am nächsten Tag haben wir ja dann die Raid Tour auch gemacht in Ilmenau, wo wir unterwegs waren. Also 96, das geht natürlich schon gut. Aber mit 15 Angriff wäre es natürlich besser. Die Terrorzicke hat uns hier was gezeigt. Ein Shiggy mit Stachel. Ja, das hat sich wohl ein Hornliu genommen und ein Hornliu zur Brust genommen, sagen wir es mal so. Ja, da wollen wir gar nicht näher drauf eingehen oder näher hingucken. Dann hier sieht man auch noch ein paar Sachen von der Raid-Tour, der Tag nach der Raid-Tour, wie auch immer.
Da sind also etliche Shiny Latias dann im Endeffekt bei rumgekommen. Während der Raid-Tour insgesamt 2-1 hatte ich hier auch getauscht, wie man sieht, an dem Lucky. Ist dann auch das Beste geworden, was ich die ganze Zeit hatte mit 2001. 2006 wäre das 100er gewesen. Das also ein 98er mit 15 Angriff. Habe ich dann ja auch hochgezogen, habe ich auch gepusht, habe ich ein Video drüber gemacht. Und meine Ausbeute, ich habe auch einen Shiny Radfratz und einen Shiny Taubsi bekommen, auch wenn das Taubsi jetzt nicht so hoch ist, aber wenigstens ist es schon mal da. Joa, der Hoffi, der hat auch einen Shiny Taubsi bekommen und wir sehen immer schön mit goldener Beere fangen, denn Safety First. Fahrlauf hat uns gezeigt, da gibt es einen neuen Stop unterhalb des Wildgeheges. Blablabla, bla, bla, irgendwas, genau, aber Stops gibt es auf jeden Fall immer in letzter Zeit, geht es wieder richtig ab. Der Iswo hat auch ein bisschen was getauscht, nämlich seine zwei allerersten Farbigel mit seinem kleinen und großen Account und hat einen 98er Glücks-Farbigel rausbekommen, beziehungsweise könnte es auch ein 96er sein, er hat jetzt einfach 98 dran geschrieben, ist bestimmt einfach vom Höchsten ausgegangen, mal sehen. Der Mitzenmann freut sich hier, der Bizeps ist gespannt, Bruder, denn der hat auch einen Shiny Taubsi mitgenommen. Der Quede hat einen Wablo gefangen, auch in Shiny, einfach mal für zwischendurch, ja, denn es gibt ja auch an den normalen Tagen andere normale Shinies, aber was heißt da normal? Ich meine Wablo, ja gut, viele machen sich über Wablo lustig, aber ich glaube Shiny Wablo hat trotzdem noch nicht jeder, andere haben dagegen dann 10 Stück oder so und finden das gar nicht mehr so toll, ist doch aber trotzdem ein cooles Gefühl, wenn man einfach mal irgendwas fängt und plötzlich hat man unerwartet einen Shiny, was aus der Reihe tanzt, genau eben wie dieses Wablo. Ganz besonders cool finde ich es natürlich noch der auf dem Kleinen beim Mützenmann, denn der hat einen Shiny Sandan bekommen in diesem coolen Pfeffigrün. Und das finde ich richtig genial, das ist mindestens genauso cool wie das Enton im Eisbonbon-Blau. Das Pfeffigrüne Sandan fehlt mir leider auch, hab da nichts bekommen, aber mal schauen. Vielleicht gibt es ja nochmal ein Event auch, wo Sandan häufiger spawnen und man da zuschlagen kann. Der Brian hat auch einen Shiny Latias bekommen mit 1964. Glückwunsch natürlich an der Stelle. Dann bin ich aufgestiegen mit No Name jetzt zu besten Freunden. Hat ja auch nur 3 Jahre gedauert. Und ja, kann ich also gleich wieder löschen. Fertig, ne? Beste Freunde braucht man ja nicht. Nee, den habe ich ja in meiner Liste. Das verwalte ich da, also nicht wundern. Der Bockwurst King hat dann auch ein bisschen geradet, einen 96er Dialga bekommen, denn nachdem Palkia dann weg war, kam ja Dialga rein. 4015. Sogar das 96er kommt auf über 4000. Richtig gute Sache, also. Würde ich natürlich gleich hochziehen. Naja, man wartet eigentlich, bis der Monat um ist und das Vieh weg ist. Vielleicht kriegt er trotzdem noch eins mit 15 Angriff. Der Extreme Klicker for the win, ne? Hat ein 100%iges Teddy Ursa geklickert und immer vorne die AIDS-Schleife, ne? Und das Galgenmännchen, ja, das soll das Geschlecht anzeigen. 15, 15, 15 auf jeden Fall, ein 100%iges, kann man mal mitnehmen. Wo wir gerade bei 100%iges sind, der Kai der Brecher, nenne ich ihn einfach nur noch, der hat uns gezeigt, wie es geht, denn er hat gleich bei seinem ersten Dialga Ray, den er gemacht hat, ein 100%iges bekommen, wurde ihm hingestellt, hat er gefangen, coole Sache, bam, kommt aber nur auf 3981, da er noch nicht Level 40 ist, tja, Kai der Nicht-40er, Kai der Brecher, wie auch immer. Dann Pupsi hat gerade geschlüpft, ein Shiny Cosilla bekommen, richtig coole Sache, auch total unerwartet, wir saßen hier auf dem Sofa, also sie kam gerade rein. Und dann hat sie gesagt, ihre Eier gehen noch auf und dann ist das siebte Ei aufgegangen und dann plötzlich, ah, Shiny, und dann ist total ausgerastet, Shiny Cosilla einfach mal mitgenommen, sehr coole Sache. El Woppy, der alte 100er, ne, der haut auch die 100er raus, wie sonst was, hat er auch immer richtig gute Fänge dabei oder wie ihr seht jetzt auch bei Raids Glück, nämlich ein 100%iges Alola Dings Reitschuh. Kurz mal hier den Faden verloren. Dann habe ich ja zum Abschluss von Palkia mein bestes Palkia gemaxt. War leider nur ein 96er, dafür aber mit 15 Angriff, was ich eigentlich immer cool finde. Kommt leider auch nicht über 4000, wie ihr hier seht. Das wäre natürlich beim Dialga ganz anders.
Auch mit Feuerodem, richtig gute Attacke. Gab es ja bei Dragoran auch früher als Legacy-Move. Ja, dann habe ich noch ein paar Meldern-Boxen gemacht. Meldern mittlerweile ja jetzt auch weg. Also zumindest als Shiny. Normal könnt ihr es noch bekommen. Als Shiny gibt es es angeblich jetzt nicht mehr. Habe dann 91er bekommen, was ich dann später auch entwickelt habe. Habe meine Box mal durchgeschaut, die Meltans, die ich hatte. Und da ist mir plötzlich aufgefallen, dass ich auch ein 100%iges Meltan habe, was ich dann auch entwickelt habe und hochgezogen auf 3599. Ganz überraschend, was aber damit zusammengehangen hat, dass irgendwie Werte verändert wurden. Stand bei Kalt sie bei irgendeiner, also bei irgendeiner Bewertung dahinter alte Werte, neue Werte, und hat man gesehen, dass das plötzlich ganz andere Werte hatte, warum auch immer. Ist auch bei ein paar anderen Pokémon so gewesen, das werden wir später aber noch sehen. Dann, das fand ich auch cool, da seht ihr nochmal das 100er und das 91er Shiny, wie ihr hier seht, dreimal blauer Hintergrund, frisch gefangen, habe ich aus einer Box, also drei Shiny Meltern gezogen, richtig genial. Und das Durchgucken hat sich gelohnt vom Kenny. Das ist das, was ich gemeint habe, denn der hatte vorher den alten Wert 91 bis 96 und jetzt plötzlich ohne was zu machen, ist es eindeutig einfach ein 98er Meltan. Also hat natürlich hinzugewonnen an IV. Da seht ihr dann mein 100%iges Meltan, was ich gemaxt habe. 3599 gab es ein extra Video dazu. Thomas hat auch getauscht mit 34 Eyes getauscht. 34 Itze, ne? Und die 34 Itze, aka Liliré, also ist ihr zweiter Account der Itze, ne? Hat auch ein 93er und hier ist es ein 93er. Passt das? Haben die beide? Ja, müsst ja. Oder er hat seinen so benannt und sie noch nicht und hat noch kein Dings dazu. Auf jeden Fall haben die auch beide bei einem Tausch ein Schlucky Farbigel, ein Schlucky Farbigel bekommen. Auch richtig gute Sache. Ich habe noch kein Farbigel getauscht. Und ja, da lasse ich mir Zeit natürlich. Aber das will man natürlich auch haben für den, Shiny Dex. Und das nächste Bild vom Stefan Landei fand ich auch richtig genial. Ihr seht hier einen Raid gemacht um 12.33 Uhr. Dalgia ist geflüchtet und das war ein 100%iges. Und dann später Raid gemacht um 14.47 Uhr. Dalgia ist geflüchtet, das war auch ein 100%iges. Also 200%ige Dalgia nacheinander einfach abgehauen. So viel Glück muss man haben. War nicht von ihm, hat er mir aber geschickt, weil er es so genial fand, habe ich es mit reingenommen. Schon wieder ein 100er Carbador in der Quest. Wieder vom Kenny. Ihr seht, der hat hier schon 1, 2, 3, 300er Garados und jetzt 200er Carbador noch. Also fehlt noch eins, dann könnte er sich eine 6er Armee mit Garados da basteln. Dann in einem Video habe ich auch gezeigt, oder noch nicht, dass, das kommt noch, die Tage. Auf jeden Fall kommt das aus der Feldforschung raus, hatte 2 Werte auf 15, da habe ich mich schon riesig gefreut und dann sehe ich Angriff leider nur 11, also 91%, doch nicht so krass wie ich dachte, aber Raikou trotzdem ein cooles Vieh. Der Mui hat uns gezeigt, wie man sich Farbigel holt mit Fotos machen und hat sein Shiny Melmetal fotografiert hier und da ist das Farbigel reingekommen, fand ich auch cool, habe ich auch mit reingenommen nochmal. Der Hoffi wieder mit einem 100%igen Vulpix aus der Feldforschung. Und ich glaube, das ist auch schon sein zweites, denn er hat schon mal ein 100%iges Vulpix gehabt. Ich hatte noch gar keins. Da ist auch das 98%ige Latias, was ich erwähnt habe vorhin, was ich dann auch hochgezogen habe, bis zum Limit gepusht mit 3502 WP. Hat das dann am Ende 15, 15, 14. Was will man mehr? Der Brian hat sein Ziel erreicht, er arbeitet nämlich schon mal auf den Community Day hin und hat schön 10 Eier gesammelt, weil ihr dann ja wieder nur die viertelste Distanz habt und will dann mächtig brüten, was das Zeug hält. Dann kann er bis dahin natürlich jetzt nichts machen, ist ein bisschen doof, aber muss er halt warten. Mal was Tolles aus einem Ei, die Erki-Hai, die Heike, kann man ja vielleicht sagen, reißt einem keiner den Kopf ab. Hat aus dem Ei, nicht aus der Forschung, aber aus dem Ei ein 100%iges Carbador bekommen. Deswegen natürlich auch mehr WP statt 117, 157. Glückwunsch auch dafür. Wenn du noch keinen Garados hast, dann entwickel das mal. Garados, immer noch cooles Pokémon jetzt mit Kaskade und Hydropumpe. Dann gab es wieder eine neue Arena bei uns, Old City Tower.
Das war früher, das war kurz davor, ist es ein Stop geworden. Und jetzt ist der Stop in kurzer Zeit natürlich wieder eine Arena geworden. Also ihr seht, es geht immer weiter. Ich glaube, 22 Arenen haben wir mittlerweile jetzt. Am Anfang, als wir spielen wollten, hatten wir 12 Arenen. Jetzt sind es schon 22. Da geht immer was ab. Dann kam noch ein Stop hinzu. Aber nicht nur der, sondern noch einer. Da kam gleich noch einer hinterher. Und das ist auch der Grund, wieso der andere Stop dann also zu einer Arena wurde. Wenn in einer bestimmten Zelle natürlich so und so viele Stops vorhanden sind, wird automatisch dann einer zu einer Arena. Und deswegen ist immer möglich, wenn vermehrt Stops in einem bestimmten Bereich dazukommen, dass irgendwas sich in eine Arena umwandelt. Die Terrorziege hat noch ein Shiny Mushas bekommen, sogar mit 92%, obwohl es 92 ja gar nicht gibt. Aber ihr seht, die Werte sind auch nicht eindeutig definiert. Ich tippe mal trotzdem, dass das ein 93er ist, denke ich mal. Und ja, Shiny Mushas, also Shinies mit guten Werten sind sowieso selten. Shinies sind selten und dann noch mit guten Werten, richtig krass. Dann nochmal vom Kenny, das ist bitter, denn der hat ein 100%iges Dicta gehabt, Dicktree. Und das ist jetzt plötzlich nur noch 96%. Warum auch immer, ich weiß nicht, was damit los ist, warum das geändert wurde oder warum die an den Werten da rumfuschen. Andersrum natürlich beim Xtreme. War aber vorher auch schon 100. Da steht plötzlich alter Wert 96 und neuer Wert 100. Aber da steht ja auch 20,5. Ich glaube nicht, dass er dann Push drauf gemacht hat, sondern das ist immer noch Level 20. Und deswegen war es vorher 100, jetzt auch 100. Scheint also im Endeffekt trotzdem einfach nur ein Anzeigefehler zu sein von Kalsi e.V. Dann nochmal der Kenny, der hat auch ein bisschen getauscht und hat jetzt seinen 100er Glücks Libiskus bekommen. Auch richtig coole Sache dafür natürlich. Und dann habe ich ein bisschen getauscht noch mit dem Iswo. Der wollte mir nämlich noch Magdi rüberschießen, dass ich dann auch mal das Shiny Magma und Magbrand entwickeln kann und alle drei Dinger habe, damit ich meine eigenen nicht benutzen muss, weil ich die noch aufheben wollte, auch zum Tauschen. Habe ich dann also, hat er mir seine gegeben, dass ich meine frei zur Verfügung habe, die mit anderen zu tauschen. Dafür habe ich ihn ein Meltan gegeben und das Meltan ist glücklich geworden. Da war er auch glücklich und hat sich gefreut, aber das heißt natürlich im Endeffekt, mein Shiny Magby ist auch glücklich geworden. Da kann ich schon wieder ausrasten, Mann. Wieso denn? Jetzt habe ich das umsonst getauscht und ich dachte, okay, ziehst du es hoch. Normalerweise wäre es jetzt ganz schlau, also man muss eh einen Sinostein verwenden für Magbrand und dann müsste ich also das Shiny entwickeln, Sinostein benutzen, dann irgendwann müsste ich einen Glücks Magby entwickeln mit Sinostein zu Glücks Magbrand, müsste noch einen Sinostein benutzen. Jetzt könnte ich beides natürlich mit einmal machen, indem ich einen Lucky Shiny entwickle. Aber ihr wisst, der Hintergrund, ich kann mich mit dem Hintergrund einfach nicht anfreunden. Wenn ihr das normale Shiny habt und das normale Magby und der Unterschied ist jetzt nicht so krass, so groß, und wenn der Hintergrund dann noch so hell leuchtet, das lenkt einfach so total ab. Ich werde mal schauen, ob ich noch ein anderes Lucky habe. Aber wenn das jetzt hier ein männliches ist und mir auch der männliche Eintrag fehlt, weil ich einen weiblichen habe, dann würde ich ja damit gleich drei Fliegen mit einer Klappe schlagen und dann würde ich es wahrscheinlich doch einfach entwickeln. Denn Magbrand ist ja auch größer, das verdeckt natürlich gerade diesen hellen, grellen Schein. Und vielleicht kann man dann doch noch was draus machen. Aber das werden wir demnächst irgendwann machen. Ich werde eh demnächst ein paar Shinies entwickeln, die ich da so auf der Hand habe, wo ich die ganze Familie habe. Das werdet ihr noch sehen, wird irgendwann die Wochen mal kommen. Und das war es jetzt erstmal von hier. Jetzt kommt gleich noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche für euch heute von Stefan S. oder Stefan Z. Ganz kurz und knallig hingedrückt, 1471 WP, ein 100% Shiny Aerodactyl aus der Quest, nehme ich mal an, so gehört der, bam! Weil, wir hatten es irgendwo in der Diskussion drüber und da hatten welche was gezeigt mit ihren Shinies und andere haben gesagt, ja, ich habe 100 da und dann kommt Stefan einfach an aus dem Nichts, bam, so gehört er und hat seinen Shiny 100er gezeigt und hat alle verstummen lassen, sage ich mal. Richtig coole Sache auf jeden Fall. Wenn ich das hätte, ich würde es wahrscheinlich sogar hochziehen, weil 100er versuche ich in letzter Zeit eh ein bisschen zu pushen und hochzuziehen und das Shiny davon finde ich auch cool. Man macht zwar nicht wirklich was damit, Gestein und Flug, aber ja, oder vielleicht zu lassen, vielleicht für PvP,
PvP mit 1471. Bin gespannt. Was würdet ihr mit dem Shiny Aerodactyl machen? Würdet ihr das so lassen? Würdet ihr das pushen? Habt ihr überhaupt schon einen Shiny Aerodactyl oder habt ihr einen 100er? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir wieder den Schocker der Woche haben und die Highlights aus der Woche jetzt für nächste Woche. Das war's aber von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.